Hallo zusammen, willkommen zurück. Turnier Scrabble steht hier heute wieder auf dem Programm. Mit dem letzten Turnier des Scrabble-Kalenders, das ist eigentlich jedes Jahr das gleiche, nämlich das Zeitturnier, so wie es früher hieß, von der Zeitung gesponsert. Mittlerweile ist es Sebastian Herzogs Scrabble-Woche und der Name ist dabei Programm. Das Turnier geht über eine ganze Woche, ist länger als die deutsche Meisterschaft, 24 Runden plus Finalspiele. Und das ist immer so der Abschluss des Jahres. Ich war nicht dabei, ich war noch nie bei diesem Turnier. Da kommt so ein Stammfeld immer zusammen, Leute, die da jedes Jahr im Prinzip hinfahren. Und da war auch dieses Jahr das Rennen ganz offen, nicht so die klare Favoritenrolle, aber eine Person, die man immer vorne erwarten würde, ist Claudia Aumüller. Sie hat dieses Turnier schon mehrfach gewonnen und sie war dann auch diesmal tatsächlich nach den Vorrundenspielen auf Platz 1. Hier sehen wir die Abschlusstabelle. Claudia ganz vorne mit 18,5 zu 5,5 Siegen und man sieht auch dahinter 16,5, dann 16, dann 15,5, 14,5, 14,5. Das war ein bisschen kurios bei diesem Turnier. Es gab sechs Unentschieden. Bei manchen Turnieren, bei manchen Scrabble-Turnieren gibt es kein einziges Unentschieden. Das kommt ziemlich selten vor, jedes 200. Spiel etwa. Und hier hatten wir sechs und dann noch sechs weitere Spiele mit nur einem Punkt Differenz. Also alle hier sehr nah beieinander. Aber Claudia war dann am Ende doch zwei Siege vorne hier, ganz klar fürs Halbfinale qualifiziert und auf dem Weg, ihren Titel zu verteidigen. Dahinter Maria Feige, die sich selbst allerdings Mixi nennt, die nenne ich jetzt hier auch so. Michael Weyand und Günther Krämer, die vier also im Halbfinale. Dort besiegte dann Claudia Günther mit 1 zu 1, aber der besseren Punktdifferenz. Und Mixi schaffte ein 2 zu 0 gegen Michael. Und das heißt, im Finale sehen wir Claudia und Mixi. Und diese beiden Finalspiele möchte ich euch jetzt zeigen. Es ist ein Best of Two. Also man spielt zwei Finalspiele, ist ein bisschen merkwürdiges Format, Best of Two. Denn dann kann es eben auch 1 zu 1 ausgehen und dann gewinnt einfach die Person, die den höheren Sieg eingefahren hatte. Aber so ist es halt. Aber damit rein in die Spiele. Mixi war schon mal deutsche Meisterin. Ich glaube nicht, dass sie schon in meinen Videos hier aufgetaucht ist, aber also eine sehr erfahrene, starke Spielerin und Claudia sowieso schon jede Menge Turniersiege. Claudia, würde ich sagen, ist so die stärkste Spielerin, die noch nie deutsche Meisterin war. Bei ihr würde es eigentlich mal Zeit. Aber hier bei diesem Turnier hat sie schon öfter mal gewonnen, wie gesagt auch letztes Jahr. Und jetzt schauen wir uns an, ob sie den Titel hier gegen Mixi verteidigen konnte. Spiel 1 darf Mixi beginnen und hat eine Bank, bei der man relativ klar tauscht, weil man C und J hat. Es gibt das Wort Juice, aber den Blanko gibt man dafür jetzt nicht aus, da tauscht man. Allerdings ein sehr interessanter Tausch von Mixi, denn wenn ihr bei mir hier zuschaut und so die Standard-Scrabble-Strategie kennenlernt, dann tauscht man hier ganz klar J, C und N und behält die ganz billigen, einfachen Buchstaben und den Blanko. Mixi tauscht auch ein N und das J, aber sie behält das C. Das ist definitiv unkonventionell. Aber es ist nicht unbedingt falsch, sagt auch die Engine. Also wenn man es sich tatsächlich in der Analyse mal anschaut, ist das durchaus, kann man so machen, wenn man will, weil das C eben mehr Punkte bringt und ganz entscheidend man schon den Blanko hat. Und damit wird es dann eben einfacher, das C auch einzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann recht hoch, dass man mit CH in irgendeiner Form einen Bingo legen wird. Und dann ist der halt ein bisschen wertvoller, als wenn man das C nicht hat. Wenn sie den Blanko nicht hätte, wäre es völlig falsch, CEIN zu behalten. So kann man es machen. Ich würde es nicht so machen, aber es ist kein Fehler. Das fand ich interessant an der Stelle. Und im nächsten Zug macht sie es gleich nochmal so. Erstmal tauscht auch Claudia mit dieser Bank. Hier hat man natürlich Wörter, die man legen könnte, aber es ist die bessere Idee, so wie sie das dann auch macht, einfach ENRTU zu behalten. Fünf gut zusammenpassende Buchstaben, da werden sich gleich Bingos ergeben können. Und der nächste Tausch kommt nochmal. Mixi wieder mit derselben Idee. Ich behalte das C. Ich finde es C einen guten Buchstaben für Bingos. Ist anscheinend ihre Logik. Deshalb tauscht sie B und U. Und ich hätte hier ganz klar C und U getauscht und das B behalten. Es klappt aber ganz gut für sie. Erstmal klappt es für Claudia. Wenn ihr wollt, überlegt kurz, was ist hier der Bingo, den sie spielen kann. Der lautet natürlich Untreue. Ein relativ häufiger Bingo im Scrabble kann man öfter mal legen, weil es nicht so viele Wörter mit zwei U gibt und Untreue kann da oft sehr hilfreich sein. Bei Mixi kommt jetzt der Bingo zurück mit Einbucht. Einbuchten. Und das sind dann eben ja, ein paar zusätzliche Punkte durch das C. Einbruch wäre auch gegangen für etwas weniger Punkte. Liegt dann vielleicht nicht ganz so gefährlich. So liegt das E da oben und Claudia kann das nutzen mit einem schönen Scrabble-Wort, das sie kennt, nämlich Zipfe. Sie behält zwar das Ü, aber das sind über 50 Punkte, glaube ich. Ja, das sind 51.
Und das ist es auf jeden Fall wert. Also, guter Start von beiden. Mixi macht jetzt mit einem weiteren Wort weiter, das man auch eher nur als Scrabble-Spielerin kennt, nämlich Menne. Das ist anscheinend hessischer Dialekt. Meine Menne. Ganz komisch. Also manche Sachen, die aus Dialekten kommen, verzeichnet der Duden und andere nicht, die ich deutlich normaler finde. Ich vermisse als Saarländer zum Beispiel den Huddel. Den können wir nicht legen, aber Menne geht. Und dabei muss man wissen, hier geht das R natürlich dran für dann das normalere Wort Männer, aber auch das S als Genitiv anscheinend und kein N. Also das ist immer so ein bisschen eine Falle, wenn man dieses Wort legt und die andere Person das vielleicht nicht kennt, hängt sie vielleicht ein N dran, weil das normal klingt und dann kann man das anzweifeln. Mixi wird jetzt bei Claudia wissen, dass die das hier auch weiß. Dazu taucht das oft genug im Scrabble auf. Claudia kann man da kein N für ein S vormachen. Aber es ist natürlich ein sinnvoller Zug, das hier zu legen. Sie will das Ä loswerden. Völlig okay. Claudia hat jetzt DDÜTT, wird das Ü los und entscheidet sich, die Ds, sich um die Ds gleich zu kümmern. Aber hier ist der erste Punkt, wo man sagen müsste, es hätte eine bessere Option gegeben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die gerne suchen. Kann man hier leicht übersehen, aber wäre schon vielleicht Spiel mitentscheidend gewesen hier. Zipfelte, Zipfel nochmal zu verlängern, wenn man vermutet oder weiß, dass Zipfeln auch ein Verb ist, was es in der Tat ist. Ich meine, vielleicht hat sie es auch gesehen und nicht riskiert, das weiß ich nicht. Aber das wären 57 gewesen, glaube ich. Es sind 54. Ah, zipfeltet oder so, 51. Und auch dann behält man die Ds, aber natürlich ein bisschen mehr Punkte als Lünd hier. Mixi verlängert jetzt Menne, was sie gerade hingelegt hat, eben mit dem S, Gemse und Claudia zweifelt das auch nicht an. Also sie kennt diese Verlängerung auch. Bei ihr sind jetzt also noch die beiden Ds. Das J kommt auch dazu. Und hier kann man Jude legen. Dann ja, hat man 16 Punkte, behält aber vier Konsonanten. Man kann auch tauschen. Oder man legt noch Duke, so wie Claudia das macht. Weil man sich denkt, ja, dann habe ich mein E noch und dann kann ich das J gleich sicherlich noch verwerten. Das ist ja nicht korrekt. Man muss hier entweder das J loswerden oder tatsächlich einfach direkt tauschen. Das empfiehlt die Engine als besten Zug. Das Problem an Duke ist so ein bisschen, dass es auf dem Brett gerade keine Stellen gibt, an denen das J noch gut verwertet werden könnte. Man kann gleich Jude legen, sind aber auch dann nur 16 Punkte und dann gibt man das E aus. Und so in der Summe 7 Punkte jetzt, 16 gleich, bringt es das einfach nicht so sehr. Da kann man eher tauschen, JDD weg und dann hat man vier Buchstaben, die gut für Bingos zusammenpassen. Also das, ja, lohnt sich hier tendenziell nicht. Wir sehen dann auch im nächsten Zug. Dann kommt der Jude hier etwas teurer, weil jetzt das U hier liegt. Aber dann hat man das nächste Problem mit dem C und so weiter. Können wir jetzt im Nachhinein nicht sagen, wie es nach einem Tausch weitergegangen wäre, natürlich. Aber das ist der nächste interessante Zug, über den man diskutieren kann. Bei Mixi wird es auch interessant in diesem Zug. Sie hat das Q, direkt auch das U dazu, aber auch 2H auf einmal dazu. Und sie hat ein paar Optionen für das Q, oder ich glaube, eigentlich hat sie nur ein Wort, nämlich Kö. Aber sie behält 2H. Und das ist eng. Das ist eine schwierige Entscheidung. Q will man immer loswerden, aber 2 Hs und ein D dazu sind auch schwierig. Und die Engine würde tatsächlich eher Hemd legen hier und sich erst um das Problem kümmern. Oder auch tatsächlich wieder direkt tauschen. Also auch das ist eine schwierige Entscheidung. Mixi legt am Ende Kö. Denkt man sich auch vielleicht, ja, ich nehme erstmal die Punkte tauschen, kann ich gleich immer noch. Jude kommt von Claudia und jetzt muss Mixi tauschen. Hier kennen wir leider nicht ihre komplette Bank. Das ging beim Protokollieren dieses Spiels so ein bisschen unter. Aber sie tauscht jetzt in jedem Fall. Claudia hat jetzt eigentlich eine Bank, die sehr nah an Bingos ist. Und jetzt kann sie auf jeden Fall darauf sparen. Sie legt das C weg mit Cis. Hier optimaler Zug. Mixi zieht das V nach und kann jetzt Kö verlängern mit Kös und Visa. Und wir haben vom Punktestand ein sehr enges Spiel. Und jetzt kommt der nächste entscheidende Moment, bei dem ihr gerne wieder schauen könnt, ob ihr den entscheidenden Zug findet. Den Bingo nämlich. Haltet das Video gerne an, wenn ihr den suchen wollt. Zarterin wäre es gewesen. Von diesem relativ unscheinbaren Z hier links, was nicht wie der beste Bingo-Buchstabe wirkt. Aber hier ist es eben genau der, den man braucht. Erraten hat Claudia auf der Bank, aber das passt tatsächlich nirgendwo hin. Und am Ende entscheidet sie sich dann für diesen Zug. Nee, so nicht. Gemser gibt es nicht, sondern so. Der natürlich auch, sofern man den Bingo nicht auf dem Schirm hat, dann eine sinnvolle Option ist. Aber hier eine etwas verpasste Chance für sie. Mixi dagegen zieht den Blanko nach und hat es damit
nicht ganz so schwer, hier einen Bingo zu finden, hat viele verschiedene Möglichkeiten. Sie legt Hangelt und legt damit, ich vermute unabsichtlich, aber vielleicht auch absichtlich, zwei Stellen für das Ö vor und auch das Y. Und beide diese Buchstaben kommen noch. Also hier können sehr teure Y- oder Ö-Züge später kommen, weil ja Nö und Tö und auch Nü mit Y gültige Wörter sind. Also werden wir sehen, ob das noch eine Rolle spielt. Bei Claudia klappt es jetzt erstmal nicht, sich den Bingo zusammenzuziehen, aber sie kann gut weitermachen mit Vote oder Veto, 37 Punkte und gute Buchstaben behalten. Und das macht sie natürlich auch so. Mixi hat ja jetzt sieben zufällige neue Buchstaben und legt damit Hero oder Hero oder wie auch immer und kommt damit durch. Denn das ist kein Wort, das im Duden steht. Das ist ein Phony. Es gibt, wie man hier sieht, Heroa, Heroe und Heros als Einzahl, der Heros, und vielleicht ist sie damit durcheinander gekommen, dass sie dieses Wort kannte und das für den Plural hielt oder so. Oder einfach dachte, vielleicht ist das englische Wort Hero eben im Duden. Aber es blieb eben auch liegen. So ein 24-Punkte-Zug zweifelt man auch nicht unbedingt an, wenn man selbst denkt, das gibt's vielleicht. Aber so haben wir also einen Phony auf dem Brett. Claudia zieht das X nach, wird das ja mit dem klar besten Zug hier los. Sie könnte auch Rex legen hier, aber das E möchte man schon gerne behalten. Das ist so völlig sinnvoll. Mixi legt Zahnst, was ja vielleicht den Zweck hat, hier das Z zuzulegen für Bingos. Sie liegt ja jetzt ein bisschen vorne und will da vielleicht defensiv spielen oder einfach, dass ich dachte, ja, was soll ich damit sonst anders anfangen? Man hat natürlich hier Linkszüge und tatsächlich empfiehlt die Engine auch sowas hier zu legen, aber will man das jetzt hier wirklich so offen hinlegen, so schöne neue Bingo-Stellen machen? Die Engine sagt halt ja, das wäre der beste Zug. Oder wenn man das nicht machen will, legt man halt hier Ski. Zahns sind nur 10 Punkte, hat jetzt nicht so die großen Vorteile dieser Zug. Vielleicht ist aber eine clevere Idee dabei. Ich habe schon ein I, vielleicht ziehe ich ja noch E und N nach und dann kann ich noch Zahnstein daraus machen. Weiß ich nicht, ob das der Gedanke war. So bleibt Mixi also knapp vorne. Und die nächsten Bänke bei Claudia sind jetzt, glaube ich, nicht ganz richtig protokolliert, denn ich denke nicht, dass diese mit dieser Bank hier Re spielen würde und das eine E ausgibt. Es sind nicht so viele Punkte, dass sich das lohnen würde. Dann denke ich, hätte sie eher Ruth gespielt oder noch besser Ruhr. Das ist eine Krankheit, kann man legen. Oder sowas wie Ur geht auch hier mit Uran. Re ergibt nicht so viel Sinn und ich glaube, das wurde hier falsch protokolliert. Das sehen wir dann auch am nächsten Zug, wo sie dieselbe Bank wieder hat und nur das N weglegt und bei der Erst behält. Ich glaube, das ist falsch protokolliert. Das hätte sie vermutlich nicht so gespielt. Aber das können wir nicht mehr genau aufdröseln. Mixi hat das W nachgezogen und, glaube ich, hat nicht auf dem Schirm gehabt, dass man an mir ein S dranhängen kann. Das ist auch ein Substantiv, denn dann lohnt sich Wils als Zug hier schon. Mixi tauscht stattdessen und ich denke, das ergibt nur Sinn, wenn man diesen Zug nicht auf dem Schirm hatte. Sie tauscht D, M und W und behält LISS. Ja, bei Claudia jetzt dieser Zug, der, glaube ich, vom Protokoll her nicht ganz stimmt. Mixi hat den sehr schönen Bingo Limöses auf der Bank. Limös ist ein Adjektiv, aber es gibt keine Stelle dafür. Aber wir haben ja gerade schon erwähnt, sie hat Ö-Stellen vorgelegt und sie kann es jetzt nutzen. Das Öl geht hierhin. Man kann hier vielleicht sogar überlegen, ob man noch warten will, dass da was Besseres noch kommt, also ob sie noch das T nachzieht für Ölist, sodass es auch auf den doppelten Wortwert geht. Aber ich denke, es ist völlig richtig, das hier direkt, die Punkte direkt mitzunehmen. Das sind über 50 Punkte. Damit geht sie 50 in Führung. Claudia hat jetzt, nachdem sie hier gerade Sparzüge gelegt hat, dieselbe Bank wie am Anfang des Spiels. Wenn ihr euch erinnert, da hat sie H und L getauscht. Das ergibt hier jetzt natürlich keinen Sinn, wenn schon jede Menge Anlegestellen da sind. Auf einem leeren Brett am Anfang ist Tauschen klar richtig, aber warum soll man jetzt hier HL tauschen? Man hat genug Möglichkeiten, um sinnvoll Punkte zu machen. Zum Beispiel Hut, das sind dann 18 Punkte, glaube ich, und nächsten 20 Punkte und das ist dann natürlich besser als zu tauschen. Damit bleibt sie so ein bisschen dran, könnte hier mit einem Bingo vielleicht noch aufholen, aber es kommt nicht mehr dazu, denn sie zieht das F und W nach, also das, was Mixi vorhin getauscht hat. Könnte Wurf legen, aber denkt sich wahrscheinlich, ein Bingo kriege ich eh nicht mehr, dann nehme ich lieber noch möglichst viele Punkte und legt hier recht schön Emir und Läse und Beel, eine Einheit. Und das Spiel endet dann recht unspektakulär.
Hier im Endspiel findet Claudia noch diesen Zug, um die Konsonanten loszuwerden. Mixi liegt jetzt Nü, also sie hat Ö und Y dann bekommen. Claudia liegt nochmal Wo und kann nach Mixis nächstem Zug tatsächlich alle diese schwierigen Konsonanten noch loswerden, hier mit Frug. Und damit endet das Spiel mit einem Sieg mit 45 Punkten Vorsprung für Mixi. Aber es ist ja nur Runde 1 und 45 Punkte sind nicht die Welt im Scrabble. Schauen wir mal, ob Claudia das noch aufholen kann im Rückspiel. Das beginnt sehr kurios, soweit dort das Protokoll stimmt. Das konnte ich aus der Ferne wieder nicht ganz verifizieren. Aber wenn das stimmt, dann sieht es so aus. Claudia hat erstmal 4 Es und GLN macht das einzig Richtige, tauscht 2 Es, weil der Rest wieder so gut ist. Gelee lohnt sich nicht, das sind nicht genug Punkte. Mixi muss ganz klar auch tauschen mit 7 Konsonanten, sie hat auch keinen gültigen Zug hier. Sie behält nur das S und Claudia zieht 2 E nach. Und das kennen, glaube ich, alle, die schon Scrabble öfter gespielt haben. Man tauscht und man kriegt dasselbe postwendend zurück. 2 weitere Es, also klar, warum soll sie ihre Entscheidung jetzt ändern? Tauscht sie wieder 2 Es und kriegt nach Mixis Startzug 2 weitere Es. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das korrekt protokolliert wurde, aber es ist durchaus möglich. Also sowas kommt vor im Scrabble und das ist dann nicht gerade ermunternd, wenn man versucht, so einen Rückstand aufzuholen. Aber natürlich ist noch alles offen. Sie liegt jetzt erstmal Kegle. Jetzt nimmt sie hier natürlich ein paar Punkte mit, wo sie die etwas bessere Möglichkeit dazu hat. Mixi hat die Bank, die wir hier sehen, mit 2 Hochkarätern. Legt Gänse, verwertet damit das E, behält das X. Aber etwas besser wäre es mit diesem eleganten Zug hier gegangen, diesem Konjunktiv. Obläg. O und Ä gehen damit weg und das G. Damit behält man auch das X, hat aber ein bisschen bessere Begleiter dazu als weitere Buchstaben. Und das wäre also ein bisschen besser gewesen an der Stelle. Claudia hat jetzt weiterhin E, sie hat noch ein weiteres nachgezogen und wird eins davon hiermit los. Vielleicht wäre Genome noch eine Option gewesen, noch eins mehr loszuwerden und ein paar mehr Punkte zu machen, aber Gone hier völlig okay. Gone ist eine Maßeinheit, glaube ich. Gone dann Plural oder Dativ oder was auch immer. Mixis Bank erinnert mich hier jetzt erstmal an ein schönes neunbuchstabiges Wort, das ich kürzlich gelernt habe, nämlich Thai-Boxen. Das ist so gültig, das kann man sich merken, wenn mal Boxen da liegt auf dem Brett oder Thai, dass man das so verlängern kann. Dazu müsste jetzt für Mixi hier natürlich EN auf dem Brett liegen, damit sie das so anbringen könnte. Und EN ist kein gültiges Wort, deshalb kann das da nicht liegen. Und sie kann leider nicht einfach nur Thai-Box spielen, das ist nicht gültig. Stattdessen muss sie schauen, wie sie das X los wird. Sie entscheidet sich für halb und wird es noch gar nicht los, weil es ein hochkarätiger Buchstabe ist, bei dem sie vielleicht noch auf eine bessere Chance wartet. Und halb sind auch, ja, nicht so wenig Punkte. Findet die Engine auch nicht schlecht. Etwas besser geht es noch so. Das ist der Topzug der Engine. Aber den findet man natürlich nicht so einfach. Und es hätte hier, glaube ich, noch andere nette Optionen gegeben für das X. Genau, Hoax wäre noch eine gewesen hier. Aber halb völlig okay. Und wir schauen, was sie gleich mit dem Y macht. Claudia hat das mit dem X, genau. Claudia hat jetzt das Y und kann das sehr schön verwerten hier. Ihr könnt schauen, ob ihr den Zug findet, der hier der Topzug wäre. Der ist allerdings richtig schwer zu sehen im Spiel, wenn man nicht den Hinweis hat. Hier gibt es einen super Zug. Der macht es immer so viel einfacher, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt quasi. Vielleicht habt ihr es gesehen in der Zwischenzeit. System passt hier wunderbar hin für einen ganzen Haufen Punkte. 60 Stück sind Systeme. Aber ja, das hätte hier, glaube ich, kaum jemand gesehen im Spiel. Claudia legt ansonsten die beste Option, nämlich Müs. Ganz hübsch, hübsch ist hier auch Thymus. Wo haben wir das? Hier haben wir das. Aber Müs natürlich ein guter Zug. Mixi hat Don Quixote auf der Bank, aber auch der ist nicht so gültig und würde hier auch nicht hinpassen. Stattdessen wieder die Frage für Sie: Was machen wir mit dem Q? Diese Option ist ganz nett, ist ein bisschen versteckt. Mixi wählt die andere sehr gute, nämlich Tucke. Das Anagramm von Quote kann man sich so merken. Das ist hier hilfreich für sie, um das Q loszuwerden. Und sie ist 30 Punkte vorne. Claudia muss auch noch die 45 aufholen. Also ist Mixi eigentlich 75 vorne mit zu diesem Zeitpunkt. Aber Claudia kann jetzt ein bisschen aufholen mit Verse. 48 Punkte. Das V ist doppelt und sie verlängert Tocke. Und sie ist wieder voll im Rennen. Mixi hat jetzt noch W und M und so weiter zu dem X, das sie schon hatte. Findet eine sehr schöne Möglichkeit hier, nämlich Verse zu verlängern mit Verse, also wir ändern mal kurz die Wortart von einem Substantiv in ein Verb.
Schöner Zug und auch der ideale Zug. Man kann auch Weihen spielen, ist vielleicht ein bisschen besser, aber Wehen auch völlig in Ordnung. Und Claudia hat wieder zwei Us. Vorhin konnte sie damit den Bingo legen. Jetzt wird es schwierig. Und am Ende legt sie nur, wird eins der Us los. Aber die etwas böse Überraschung an der Stelle ist, dass ein Bingo gegangen wäre. Und auch da könnt ihr, wenn ihr wollt, das Video anhalten und rätseln. Findet ihr den Bingo? Wenn man sich umguckt auf dem Brett, dann kommt man, denke ich, nach einer Weile drauf, wo der hingehen könnte. Um ist die häufige Vorsilbe im Scrabble und umrundet passt ideal dahin. Kleine verpasste Chance hier wieder, aber wie gesagt, das Rennen ist noch völlig offen. So liegt sie aus Versehen, dann Versehen. Und das ist jetzt natürlich wieder mit dem E verlängerbar. Da kommt es jetzt darauf an, wer als erstes ein E bekommt. Mixi hat erstmal keins, sondern stattdessen CFIMSXY. Sie hat hier den Zug Schüf, was das ideal aufräumt, aber vor dem doppelten Wortwert endet. Und das kann man eigentlich nicht machen hier in der Situation. Ein E oder T da zu riskieren und dann Wort noch in die andere Richtung natürlich von der Mitspielerin. Nach so einem Zug wie nur muss man ganz klar davon ausgehen, dass Claudia ein paar gute Buchstaben behalten hat und da muss eigentlich ein E oder T dabei sein. Ist es ja auch, wenn wir uns an ihre Bank zurückerinnern. Also das wäre hier zu riskant und Mixi macht das auch nicht. Aber sie erkennt, dass das hier für SCH eine gute Stelle ist und legt Füg, sodass sie die Möglichkeit in der Hinterhand behält, hier mit Sch gleich irgendeinen teuren Zug hinzulegen. Und das macht sich auch bezahlt. Claudia hat jetzt ein E und nutzt die Stelle hier unten. Punktreich. Durste, eine schöne Alternative wäre noch Vogt gewesen, aber Durste auch völlig okay. Das sind eine Menge Punkte. Und Mixi kann jetzt hier schief legen und damit ziemlich entscheidende 42 Punkte machen und wieder in Führung gehen. Also sie macht es Claudia hier schwer, ja, den Rückstand aufzuholen. Claudia hat jetzt ein bisschen viele Konsonanten, findet eine schöne Lösung dafür, nämlich Kehr und Kegler. Sehr guter Zug. Und Mixi hat ja weiterhin das X, das hat sie jetzt schon sehr lange behalten, schon fast von Anfang an. Und jetzt wird sie es los, nämlich mit Mixed. Vielleicht mag sie das X so sehr, weil sie es selbst im Namen hat, beziehungsweise im Spitznamen, wer weiß. Aber hier kann sie es jetzt gut nutzen. Es hätte noch zwei coole Optionen gegeben hier, nämlich zum einen Matrix, sodass das X verdoppelt ist. Und die andere, man hat J und X auf der Bank und man behält beide, weil man mit Mitra ein ganz gutes X-Setup spielen kann. Wenn man hier noch eins der vier Is zieht, die noch kommen, dann hat man gleich hier X für etwa 50 Punkte. Das ist aber ja ein Zug. Also da muss man richtig um die Ecke denken. Da muss man wirklich denken, wie kann ich mir das X vorlegen? Und selbst wenn man das sieht, muss man dann immer noch sich entscheiden, dass das auch wirklich sinnvoll ist. So, also das hätte, glaube ich, hier praktisch niemand gespielt, außer der Engine. Das ist so ein typischer Computerzug im Scrabble, der nicht realistisch ist im eigentlichen Spiel. Also in den allermeisten Fällen jedenfalls. Claudia legt Umbögt, das ist ganz klar ihr bester Zug mit dieser Bank. Sehr schön gesehen hier unten, dass es da gut hinpasst. Und sie ist wieder 19 Punkte vorne, also es bleibt spannend, es ist noch nichts entschieden. Aber Mixi hat ja vorhin schief gelegt und damit eine sehr lukrative E-Stelle aufgemacht. Wir haben nicht mehr viele Es hier im Beutel und dadurch kam es jetzt tatsächlich so, dass drei Züge lang niemand ein E hatte. Also Claudia hat hier keins gehabt und keins nachgezogen und Mixi brauchte auch noch einen Zug, aber jetzt kann sie mit Jeus hier wieder 44 Punkte machen und die Führung übernehmen. Aber es gibt die nächste Chance für Claudia, die jetzt wieder sehr schwer ist allerdings. Und das wird ihr auch zum Verhängnis. Es gibt einen Bingo hier, aber den muss man auch halt echt erstmal finden in der Situation. Ihr könnt euch gerne an das Rätsel machen wieder, gucken, ob ihr ihn findet. Es ist immer leichter, wenn man weiß, dass es einen gibt. Aber ich denke, hier ist es auch dann nicht so einfach. Die Lösung wäre. Wo passt sie hin? Hier. Nudistin. Die eine Möglichkeit, hier den Bingo zu legen. Stattdessen spart sie mit Need und hat wieder das Pech, dass der Blanco, der erste, zu Mixi kommt. Naja, Claudia hatte ja auch einen. Also insofern Quatsch. Aber Mixi hat die, ich würde sagen, etwas einfache Aufgabe hier und findet den Bingo, den sie hier hat, nämlich Drahtne. Das bekommt noch eine Anzweiflung von Claudia, weil sie bei der Form nicht ganz sicher war, ob das grammatisch so geht, nehme ich mal an. Und es ist hier einfach eine Situation, in der es völlig richtig ist, für sie anzuzweifeln. Denn wenn der Bingo liegen bleibt, dann sind ihre Chancen, das Turnier noch zu gewinnen, natürlich rapide gesunken, weil sie ja mit 45 Vorsprung dieses Spiel gewinnen muss. Also sehr sinnvolle Anzweiflung. Sie hat weiterhin den Blanko, legt ihren klar besten Zug damit jetzt. Hier gibt es jetzt keinen Bingo. Sie legt
Vita macht damit auch hier schön nochmal was auf. Aber das Pech für sie ist, Mixi zieht den nächsten Bingo nach und findet ihn auch. Es gibt nur einen, sehr schön gesehen von Mixi, seht ihr ihn auch? Der Bingo lautet zitternd. Und das bringt es jetzt doch weit genug in Fügung für Mixi, dass hier nichts mehr anbrennen wird. Selbst wenn Claudia den Bingo hier noch sehen würde, den man aber tatsächlich jetzt kaum noch finden kann. Das ist aus der hintersten Ecke des Wörterbuchs. Das kennt kein Mensch oder fast niemand. Ben sieht sowas vielleicht, aber ich glaube, den hätte ich selbst auch nicht gesehen. Die Nauplien, das Wort habe ich schon mal gesehen, aber ob ich das hier gefunden hätte, keine Ahnung. Das also sehr verständlich, dass der Bingo nicht aufs Brett kam. Stattdessen kann Claudia hin nicht mehr realistisch was machen. Es ist nur noch ein Buchstabe im Beutel. Sie könnte noch versuchen, nur einen Buchstaben irgendwo hinwegzulegen und noch ein Bingo zu bekommen. Also nur Pi legen oder so. Aber auch dann ist unrealistisch, wie hier noch ein Bingo hinkommen soll. Und sie versucht es nicht. Sie legt Pilz, zieht die letzten Buchstaben nach und wirft hier sozusagen das Handtuch. Und selbst wenn sie noch ein Bingo bekäme, würde der ja auch nicht reichen, das Turnier zu gewinnen, weil der sie nicht weit genug in Führung bringen würde. Und so endet das Spiel dann unspektakulär mit Claim von Mixi und dem Schlusszug von Claudia. 2:0 also für Mixi. Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg. Sie hat dieses Turnier auch vor langer Zeit, glaube ich, schon mal gewonnen. Und es ist schön, dass sie mal wieder einen Turniersieg einfahren konnte. Und Claudia kann natürlich mit Platz 2, denke ich, auch sehr zufrieden sein. Es lief hier ein bisschen unglücklich für Claudia, ist mein Eindruck. Also die Züge, die sie dann, die entscheidend hätten sein können, waren halt tendenziell auch nicht einfach. Zarteren, denke ich, würde sie normalerweise finden. Wir haben hier, glaube ich, jetzt nicht ganz ein Abbild ihrer üblichen Spielstärke gesehen. Lief ein bisschen unglücklich, aber ich sage das nicht zufällig, dass sie so die beste deutsche Spielerin ist, die noch nie deutsche Meisterin war. Aber wir haben alle Ups und Downs und man hat ja an der Bilanz gesehen, 18,5 in der Vorrunde, dass sie davor auch eine Menge Ups hatte hier. Im Finale muss sie sich also Mixi geschlagen geben. Das war's für dieses Finale von diesem Recap. Damit endet auch unser Scrabble-Turnier-Jahr, das recht erfreulich war, würde ich sagen, insofern, dass wir wieder das Volumen, den Umfang an Turnieren bekommen haben wie vor Corona-Zeiten. Wir sind annähernd wieder bei den Zahlen von 2019, was das aktivste Turnierjahr war. Es haben fast 200 verschiedene Leute an Turnieren teilgenommen dieses Jahr. Das ist sehr erfreulich. Wir hatten ungefähr 20 Leute, die debütiert haben, glaube ich. Und das soll sehr gerne nächstes Jahr so weitergehen und weiter ausgebaut werden. Ich appelliere hier ja auch immer sehr gerne, wenn ihr hier zuschaut, spielt einfach mal mit, egal wie eure Spielstärke ist. Das ist wirklich nicht entscheidend. Und ich kann euch auch da ein paar Turniere empfehlen, wo man sehr gut einsteigen kann. Zum Beispiel unseren Saarland Cup im April. Eine andere gute Adresse für Turnierdebüts ist das Westerwald-Turnier im August. Ihr könnt da gerne mal auf scrabble-info.de nachschauen, ob die Termine euch zusagen und dann, sobald die Ausschreibungen für diese Turniere da sind, euch dort gerne anmelden. Gut, ich spiele im Dezember noch ein kleines inoffizielles Turnier, das zeige ich euch dann hier auch. Und damit und mit anderem Content sehen wir uns dann bald wieder. Bis dahin.